Es war als Ü30 die Royal Party angekündigt. Und tatsächlich oben im Geld, es wurden wohl knapp 50% den geforderten Altersbeschränkungen 3 Jahrzehnte oder mehr gerecht. Das natürlich gefeiert wurde, wie an den legendären Geld-Samstag, steht sich von selbst. Klar, die Dichte an Besuchern pro Quadratmeter war vielleicht nicht ganz so hoch, aber das tat dem Spaß keinen Abbruch. Und vor allen Dingen im Cyber wurde gefeiert.